Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Eliphas Learys kleiner Serie über Magie. Ich wurde gebeten, ein bisschen darüber zu reden, wie das läuft mit seine Hände programmieren, um irgendetwas zu bewirken. Ich werde ein bisschen weiter ausholen und ganz allgemein eingehen auf die Frage, wie programmiert man sich selbst, um irgendetwas zu bewirken oder irgendetwas nicht tun zu können. Was natürlich auch bedeutet, wie kann man die Programmierung anderer Menschen nutzen, damit diese zu etwas fähig werden oder zu etwas unfähig werden. Das klingt, da es sehr allgemein ausgedrückt ist, sicherlich größer, als es eigentlich ist. Das Zauberwort lautet Erwartungshaltung. Durch sein Weltbild, durch die Vorstellung, die man hat von der Realität, in der man lebt, und dieses Weltbild kann die Realität niemals wirklich korrekt beschreiben. Aber durch sein Weltbild programmiert man die Art und Weise vor, wie man mit seinem Umfeld, mit seiner Umwelt umgeht. Wenn ich also, um zum konkreten Beispiel zu kommen, was die Hand als magisches Werkzeug angeht, wenn ich also die häufig zu findende Vorstellung verwende, die rechte Hand nimmt irgendwas, strahlt irgendwas aus, pardon, die rechte Hand nimmt auf, also mit der linken Hand kann man Energien aufnehmen, weil sie die passive Hand ist, wenn man Rechtshänder ist, und ebenfalls für Rechtshänder die rechte Hand, die aktive Hand, strahlt aus, dann programmiert man sich durch diese Vorstellung darauf, so arbeiten zu können. Man kann es im Grunde auch andersrum sehen. Jeder kennt den Spruch, die linke Hand kommt vom Herzen. Und man kann die Sephirot benutzen und sagen, rechts ist Geburah, links ist Gedulah, links ist die Gnade und rechts ist die Strenge. Und dementsprechend kann man mit beiden Seiten ausstrahlen oder aufnehmen. Dann gibt es verschiedene Vorstellungen in verschiedenen Traditionen davon, wie die Finger Planeten zugeordnet sind oder Elementen zugeordnet sind. Dadurch, durch die Vorstellung, packt man sich selbst einen Bewusstseinsfilter, einen Wahrnehmungsfilter, in dem Fall auf die Hand und ins Bewusstsein, und einigt sich mit sich selbst darauf, dass ein bestimmter Finger für eine bestimmte Energiequalität oder sonst was steht. Das ist eine Form von sich selbst programmieren, sich selbst befähigen, etwas mit dem Finger oder mit dem Finger tun zu können, was die anderen Finger nicht können. Dadurch nimmt man den anderen Fingern die Möglichkeit, dafür eingesetzt zu werden. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu allgemein ausgedrückt, aber ich könnte stundenlang da mich in Details verlieren. Das will ich euch ersparen. Nehmen wir ein kleines Beispiel für das, was ich mit Ringen gemeint habe. Ich habe hier meine drei Ringe. Das ist einerseits, nehmen wir als erstes den hier, ein Saturnring, dann ein Ring mit einer Schlange und vielen Schädeln, 8 Stück, um genau zu sein, und ein blanker Ring. Da es drei Ringe sind und einer davon dem Saturn geweiht ist, habe ich für mich persönlich die Zuordnung, dass diese drei Ringe für die drei obersten Sephirot, für die höchste Triade steht. Wenn ich die an der linken Hand halte, sind sie also, wenn ich in dem Modell von links nimmt auf oder links ist passiv arbeite, oder in dem Paradigma, um das Wörtchen aus der Chaosmagie zu verwenden, dann programmiere ich dadurch also meine linke Hand darauf, mit dieser Konfiguration von Qualitäten ausgestattet zu sein. Und wenn ich jetzt, hier ist Keter und Bina, also die 1 und die 3, die Krone und das Verständnis, dies ist die Weisheit, wenn ich jetzt also in einer magischen Arbeit die Chochma-Qualität, die Qualität der Weisheit
ausstrahlen will, nehme ich diesen Ring an die linke Hand und erzeuge in gewisser Weise eine Art von Spannungsfeld zwischen der linken und der rechten Hand. Diese Energien gehören alle, die durch die Ringe symbolisiert werden, gehören alle zusammen, aber da ich sie auf die Hände verteile, habe ich ein Spannungsfeld und kann hier gezielt senden und hier gezielt aufnehmen. Ich kann die Ringe anders verteilen und sagen, ich nehme den Saturnring an die rechte Hand und teile Verständnis aus oder öffne bei Leuten die Möglichkeit zu verstehen, bei Leuten, die unbedingt von mir in einem Ritual bearbeitet werden wollen. Okay. Man kann sich also seine Ringe schaffen, wie man sie haben will. Man baut sich seine Symbole und dadurch, dass man sie am Körper befestigt, an der Basis der eigenen Fähigkeit mit der Welt zu interagieren, und das ist der Körper. Der Körper ist das Mittel, das einem ermöglicht, mit der Welt zu interagieren. Denn die Welt ist ja materiell genauso wie der Körper. Dadurch kann ich also durch diese Symbole, die ich am Körper befestige, spezielle Teile des Körpers programmieren, mit dem Symbol besetzen und dadurch ein Filter draufpacken. Man findet da dann in diversen Traditionen natürlich häufig dogmatische Behauptungen von wegen, was nehmen wir als Beispiel, bestimmte Metalle, die mit den, die traditionell mit dem Planeten verbunden werden, haben diese und jene Eigenschaften. Also wird zum Beispiel ein Ring für die Venus aus Kupfer hergestellt, ein Ring für den Mars aus Eisen. Und so kann man einen Armreif aus Eisen nehmen an die rechte Hand, um dort die marsische Qualität wirken zu lassen. An der linken Hand ein Armreif aus Kupfer, um dort die Venus-Qualität wirken zu lassen. Man sollte dann natürlich sehr vorsichtig sein, wenn man unbedingt mit dem Merkur arbeiten will, denn Quecksilber ist schweinegiftig. Aber auch da gibt es Möglichkeiten, das anders zu bewerkstelligen. In der Fraternita Saturni sind Ringe sehr häufig verwendet worden und zum Beispiel Quecksilber wurde in Ringe gefüllt. Was zu Problemen führen kann, aber das hat dann eher was mit Materialien und Materialphysik zu tun. So, dieses Video wurde gestern angemahnt, beziehungsweise wenn ihr das Video später seht, wurde angemahnt von einem meiner Zuschauer und ich danke diesem Zuschauer herzhaft dafür und hoffe, das Video hat irgendwas gebracht. Genießt euer Leben, genießt die Welt und sehr viel Spaß dabei.